Damals hatte sie ein Instrument von uns, eine Andrea Guarneri. Ja, meine allererste antike italienische Geige, die ich überhaupt spielen durfte. Die ist einfach unfassbar alt. Aus dem 17. Jahrhundert, also relativ alt. Ich glaube, 1600. Ich glaube, es ist von 1668. Ja, das sind eigentlich 100 Jahre, bevor Bach gestorben ist. Ja, ich habe erfahren, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass man um ein Instrument spielen kann, durch den Wettbewerb. Wenn sie dann sehr, sehr gut vorspielen, hat das die unmittelbare Folge, dass sie eines der besten Instrumente bekommen. Dann kriegt man ein kleines Zettelchen. Ich erinnere mich an die Liste von italienischen Namen der Instrumentenbauer und dachte, boah, das wäre so toll, wenn ich mal eine dieser Geigen spielen dürfte. Und bei mir stand Guarneri drauf. Klar, man hat dann ein paar Minuten gebraucht, um erstmal das so zu realisieren, natürlich. Könnte man das niemals finanzieren. Und dann ist da eben die Deutsche Stiftung Musikleben, die einem die Instrumente zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich einem schon mal toll, aber dann gibt es natürlich noch diesen enorm hohen Versicherungswert, der ja auch noch zu zahlen ist. Man kann natürlich auch jederzeit sich an die Stiftung wenden und sagen, ich hätte Lust, jemand persönlich als Pate zu unterstützen. Und da hat die Stiftung dann private Spender gefunden. Und das haben sich wirklich schon sehr, sehr nette Beziehungen dadurch entwickelt. Also ich kenne die Spenderin meiner Versicherung nicht ganz persönlich, aber wir sind in brieflichem Kontakt und ich erzähle ihr, was so passiert ist und das ist schon toll. Ich bin eben jetzt als Alumna dabei und ich finde das toll zu sehen, was für wunderbare Musiker die aktuellen Stipendiaten der Stiftung sind. Ich glaube, wir Musiker müssen und sollten und möchten das, was wir zu Hause in unseren Zimmern üben, auf einer Bühne spielen. Und andererseits ist es natürlich auch wichtig, dass die Instrumente, die wir spielen dürfen, auch gehört werden.